Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Ich bin Cloud von DeliveryLP und im letzten Part haben wir aufgehört. Ich habe zwischendurch noch meinen Carpador zu Gardos beigebracht, unseren guten Chuck. Und ja, ihm die Aquavelle beigebracht, damit wir Razaf nicht mehr so krass überleveln müssen. Und ich frage mich gerade, warum die Framerate gerade so runterballert. Gegen den Wanderer Klotwig. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Da ist unser guter Chuck, unser Gyarados. Das erstmal das Kleinstein bedroht. Das finde ich jetzt komisch, dass die ganze Zeit nicht diese Probleme macht. Naja, okay. So, Kleinstein wurde mit einem Treffer besiegt vom Chuck mit der Aquavelle. Jetzt kriegt er wieder einen guten Erfahrungsplus und jetzt haben wir noch einen Georock. Ich hoffe, auch damit wird Chuck fertig. Und jetzt hat sich die Framerate zum Glück wieder gefangen. Ich hoffe, das bleibt ab jetzt auch so. Und auch Georock wurde mit einem Treffer gut erledigt. Und auch das bringt einen satten EP-Boost und hat damit fast einen ganzen Level in einen Kampf gekriegt. Ich gebe auf! Ja, sehr schön. Sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Captain Falcon hat ein Level gekriegt, keine neuen Attacken. Und die Pokéball hat ein Level gekriegt und ich habe ihm die Schockwelle per TM beigebracht noch. Denn ich habe die benutzt, um Chuck zu trainieren. Und mein Schutz wirkt nicht mehr. Den habe ich übrigens auch benutzt, um hier wieder an die Stelle zu kommen, wo ich aufgehört habe im letzten Part. Also jetzt dürften nur noch Pokémon mit Level 21 oder höher kommen. Hier ist anscheinend nichts. Dann gehen wir direkt weiter. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Das ist aber nicht nett der Natur gegenüber. Picknicker Claudia mit Pummeluff. No, ich hasse Pummeluff. Und wir bringen Chuck in den Kampf, denn Chuck muss noch ein paar Level aufholen. Erstmal bedrohen wir Pummeluff und versuchen zusammen mit dem Biss. Och nein, Schambolzen. Nein! Uah. Na, immerhin greift Chuck weiterhin an. Der Aussetzer, okay, der geht aber daneben. Glücklicherweise. Ist starr vor Liebe. Okay, jetzt geht der Mist los. Wir versuchen es noch einmal mit dem Biss. Ist starr vor Liebe. Ja, okay. Da kommt der Walzer. Und Chuck setzt den Biss ein. Und och nein. Oh, Pummeluff schreckt immerhin zurück. Wir versuchen es direkt noch einmal. Mit dem Biss und ja, sehr schön. Chuck hat Pummeluff besiegt. Und was hat die Gute noch? Taubsi, okay. Das sollten wir mit Chuck auch recht schnell hinkriegen. Ja, das ist aber viel. Was kommt jetzt raus? Bitte nicht. Okay, das kann man tatsächlich versuchen mit der Schockwelle, ja. Mit der Schockwelle meine ich natürlich. Trotz 6 Level Unterschied sollten wir guten Schaden anrichten. Und ja, es reicht aus für Taubsi. Und zu guter Letzt Mauzi. Taubsi Mauzi. Gegen Mauzi wechseln wir allerdings aus zu Captain Falcon. Kann das Ganze mal machen eben. Ich möchte jetzt Bruce nicht mehr so krass beanspruchen. Daher jetzt doch mal lieber mit Captain Falcon. Denn ich denke mal, dass wir Bruce in der nächsten Arena brauchen werden. Über das Münzen verstreut durch den Zahltag. Die möchten wir natürlich wieder haben, die Münzen. Die kriegen wir auch wieder, sobald wir gewonnen haben. Und das war's mit Mauzi. Sehr gut. Pokéball kriegt auch noch ein paar EP. Und Claudia ist besiegt. Ich habe mein Bestes gegeben! Na, kriegen wir doch nicht mehr das Geld? Naja, egal. Vor allem nur ein paar Pokédollar.
Gut. Nächster Wanderer. Ha, kannst du mich besiegen? Ja, das denke ich doch mal. Das wird sich allerdings jetzt zeigen. Wanderer Theodor mit Kleinstein. Ja, mit Kleinstein sollte unser Chuck locker fertig werden. Erstmal der Bedroher. Und hier kommt nun die Aquavelle. Und ja, das sieht gut aus, auf jeden Fall. Und Chuck erreicht Level 21. Nächstes Pokémon, auch Kleinstein. Auch da sollte die Aquaknarre das schnellstens richten. Vor allem mit dem neuen Level jetzt. Und zu guter Letzt ein Georock mal wieder. Level 21 nehme ich an. Ja. Auch da die Aquavelle. Die sollte es schnell erledigen. Ja, perfekt. Damit hat Chuck den Kampf schon für sich entschieden. Es war eine gute Entscheidung, Chuck weiterzuentwickeln, eben bevor wir weitermachen. Ups, das war zu viel des Guten. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ich bereue es nicht. Du besitzt ein Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Jetzt die Frage, wer ist oben oder unten? Ich glaube, unten war auch noch eine Leiter. Ich gucke gleich besser nochmal. Pokémon Clemens mit Phlegmon. Das sollte Chuck auch hinbekommen. Denn glücklicherweise kann Chuck den Biss, der als Unnicht-Attacke sehr effektiv sein sollte. Und ja, das reicht auf jeden Fall für ein Two-Hit-KO. Trotz Heuler sollte es reichen. Wir machen nochmal den Biss und damit ist Phlegmon erledigt. Gut. Fast Level 22 und als nächstes kommt noch ein Phlegmon, das macht auch wieder Chuck natürlich mit dem Biss. Wir haben gerade schon gesehen, damit geht es schnell, also wird es jetzt auch schnell gehen. Phlegmon schreckt zurück, cool. Und das war es auch schon mit dem zweiten Phlegmon. Level 22 für Chuck, mal sehen, ob es was Neues kann jetzt. Nein, leider nicht. Und noch ein Phlegmon. Na gut, dann auch wieder Chuck. Ja, man merkt, dass der Level einen Unterschied macht. Und noch einmal der Biss und dann ist dieser Pokémaniac auch schon... Oh, ein Volltreffer. Dann ist dieser Pokémaniac auch schon erledigt. Sehr gut. Pokémaniac Clemens besiegt. Ach, ich bin ja so neidisch. Ja, nur mit Phlegmon im Team kommt man auch nicht weit, mein Freund. So, da habe ich ein Item, was sehe ich gerade. Und ja, wir benutzen auf jeden Fall einen neuen Schutz. Ich bin nicht gerade scharf drauf, dass jetzt noch mehr wilde Pokémon-Encounter kommen. Aber wir können jetzt immer noch einen roten Pokémon fangen hierhin. Das mache ich dann, sobald der nächste Schutz ausgelaufen ist. Okay, da habe ich mich doch versehen, hier wird auch kein Leiter. Dann gehen wir hier nach oben. Das müsste auch schon fast der letzte Raum sein, wenn ich mich nicht täusche. Huch! Ich komme im Dunkeln bloß nicht zu nah. Na gut. Dann zeig mir, was du drauf hast. Picknicka Kerstin mit Knuffenser. Okay, da müssen wir auf jeden Fall auswechseln, weil Pflanzen gegen Wasser ist jetzt nicht so cool. Wenn der Biss vermutlich. Aber das ist mir zu heikel, die Situation. Wir schicken Captain Falcon in den Kampf gegen das Pflanzen-Pokémon. Captain Falcon sollte hier kurz einen Prozess machen. Oder auch nicht mit dem Schlafbruder. Na gut, dann müssen wir noch einen Moment abwarten. Vielleicht haben wir Glück und Captain Falcon wacht schnell wieder auf. Wickel. Na gut, der sollte jetzt 2 KP Schaden, okay. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Captain Falcon schläft immer noch seelenruhig. Aber jetzt ein Heil-Item nutzen und aufwecken, das, da sehe ich nicht viel Sinn drin. Ich weiß auch gar nicht, ob wir Aufwecker haben. Setzt Wickel ein, geht daneben. Ist klar, wenn wir schon Wickel sind. Wickel kann man nicht sacken. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und Captain Falcon ist endlich wieder wach. Und ja, sehr gut, das war ein One-Hit-KO 1A. Chuck bekommt 200 MP knapp und Captain Falcon auch. Als nächstes kommt Myrapla, nehme ich an. Ne, Pipi. Okay. Ich gehe mal so davon aus, weil die meisten Knuffenser haben dann gleich auch Myrapla oder umgekehrt oder Duflo und Ultrigaria. Das ist irgendwie mal dasselbe so ein bisschen. Ja, na toll. Ja gut, das mag jetzt am Komprimator liegen.
versuchen uns einfach nur mal mit dem Buch zu geben und... Oh, nee, Captain Falcon trifft nicht mehr. Und da schläft Captain Falcon schon wieder. Also Captain Falcon ist in diesem Part anscheinend sehr müde, dass er ständig schlafen muss. Wir versuchen uns auf jeden Fall weiter mit dem Ruckzuck-Keep. Denn das ist immer noch eine Attacke mit einer sehr guten Trefferquote. Und solange Captain Falcon nicht allzu großen Schaden nimmt, wacht er hoffentlich schnell wieder auf. Okay, Duplexite könnte... Na gut. Ich würde sagen, könnte böse sein, aber ist er nicht. Wir versuchen uns weiter mit dem Ruckzuck-Keep. Und hoffen, dass Captain Falcon bald endlich mal aufwacht. Zwei Treffer. Drei Treffer. Vier Treffer. Fünf Treffer. Okay, mehr werden es auch nicht. Das ist schon mal ganz nett. Nochmal das Spotlight von Pipi, was eigentlich recht sinnlos ist, da nur diese Pokémon im Kampf ist. Und Captain Falcon ist hier wach und trifft hoffentlich jetzt endlich mal wieder mit dem Ruckzuck-Keep. Sehr gut, tut es. Und da ist auch schon eine Schambolzen von Pipi. Und wir hoffen, dass Captain Falcon direkt den nächsten Angriff startet, sodass... Na... Sodass Pipi schnell erledigt ist, wollte ich gerade sagen. Oh, was ist denn jetzt los in diesem Kampf? Der Schlaf über Hex gerade. Ja, was heißt Hex? Das sind ja Attacken, die erstmal in Schlafen da sind. Nochmal den Komprimator. Oh, Mann, das stresst mich schon wieder. Ich habe jetzt natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt, weil ich angefangen habe. Ich mache jetzt einfach mal nach Zeitgefühl. Und Pipi ist endlich erledigt. Und das war die Picknicker-Kerstin. Picknicker-Rin-Kerstin. Es war zu dunkel. Und wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, wir heilen jetzt erstmal Captain Falcon. Denn es hat einiges an KP verloren durch die ganzen Einschläfereien. Und wir gehen jetzt direkt zum nächsten Trainer. Du besitzt Pokémon, lass uns kämpfen. Ja, sowieso. Picknicker Ariana. Mit Taubsi, okay. Damit kann ich leben. Los, Chuck. Dann zeig mal, was du kannst. Bedrohe erstmal Taubsi ein wenig. Und dann zeig mal, wie so ein Vogel schmeckt. Okay, das schmeckt ihm anscheinend sehr gut. Dann darf ich gleich nochmal reinbeißen. Noch einen Happen. Und das war es dann auch schon mit Taubsi. Nächste Pokémon. Radfratz. Oh, das sollte recht schnell erledigt sein. Aber ich sehe gerade, langsam gehen uns die AP für den Biss aus. Aber wir haben noch genug Items, um noch AP aufzufüllen. Von daher ist es halb so wild. Als nächstes kommt Radfratz noch eins. Langweilt mich ein bisschen. Aber naja, was will man machen? Nochmal der Biss. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pokémon von der Ariana Kerstin, wo die Trainerin davor. Ein Knopfenser, okay. Da werde ich dann wohl wieder auswechseln und zwar zu... Wieder zu Captain Falcon. Bei den anderen müssen wir ein bisschen auf die Level Cap noch achten. Und der Wickler stört mich jetzt nicht besonders. Solange nicht wieder so ein Schlafhex kommt wie gerade oder fünfmal kommt. Ja gut, ich weiß, es war nur dreimal, aber trotzdem. Aber der Windstoß. Und ich denke, es richtet guten Schaden an gegen ein Pflanzen-Pokémon. Ja, es reicht für das One-Hit-KO. Sehr gut. Und Ariana ist damit besiegt. Du bist ein harter Brocken. Ja, und du bist nervig. So, weiter geht's. Ah, hier ist auch gleich schon der Ausgang. Hier finden wir noch ein Item ein. Eine Perle, die können wir gut verkaufen. Mehr bringt die auch, glaube ich, gar nicht. So, letzte Trainerin im Felstunnel. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, okay, bin ich auch. Eigentlich nicht, aber... Apropos Pokémon, wir haben noch keine roten Pokémon drin gefangen. Das holen wir gleich auf jeden Fall noch nach. Nach dieser Trainerin. Okay, Mauzi. Mauzi sollte schnellstens erledigt sein. Wir bedrohen uns einmal eben mit dem Bedroher von Garados. A.k.a. Chuck. Und dann beißen wir mal in die Katze. Und das Ganze gleich nochmal. Und es schreckt wieder zurück. Und jetzt reicht auch der Tackle, denke ich. Perfekt. Und Chuck dürfte jetzt Level 23 erreichen. Natürlich tut's das. Bei denen ein KP, der noch gefehlt hat, aber wundert mich nicht, das nicht wirklich. Nächstes Pokémon ist Myrapla. Okay, da werde ich wieder zu Captain Falcon wechseln. Denn mit Chuck gegen Pflanzen-Pokémon finde ich jetzt nicht so cool. Okay, da kommt nochmal die Stachelspore.
War irgendwie vorhersehbar, aber das ist mir lieber als ein Schlafpuder oder ein Giftpuder. Der Lockruf, der stört mich jetzt auch eigentlich gar nicht. Und mal sehen, was der Windstoß so anrichtet. Treffen tut er schon mal. Und erreicht nicht für ein One-Hit KO. Okay. Dann versuchen wir es jetzt mal mit dem Ruckzuck-Hieb. Der ist die Prio-Attacke. Sprich, der greift als erstes an. Und das war's mit Myrapla. Letztes Pokémon von der... ich habe den Namen vergessen. Vicky, genau. Taubsi, okay. Das machen wir mit dem Ruckzuck-Hieb. Der Windstoß, der sollte bei Captain Falcon jetzt auch nicht gerade viel Schaden anrichten. Perfekt. Achso, ey, man. Taubsi schneller als Taub... Verstehe ich jetzt... vielleicht wegen der Paralyse, okay. Ich habe jetzt gewonnen, dass Taubsi schneller ist als Tauboga. Alle meine Pokémon wurden besiegt! Ja, das hast du gut erkannt. Und, ja, der Schutz wirkt nicht mehr, das ist natürlich perfektes Timing, denn wir wollten noch unser Pokémon fangen. Das sehen wir jetzt. Und es ist ein Kleinstein. Das werden wir uns natürlich versuchen zu fangen. Mit der Hilfe von Shuck sollte das kein Problem darstellen. Und, ja, wir versuchen es mal mit dem Biss, auch wenn der wahrscheinlich nicht so viel Schaden anrichtet. Aber genug, um es zu schwächen, um es anschließend zu fangen. Ich denke mal, mit diesem Pokéball, dann haben wir es auch schon. Wenn wir Glück haben. 7 Pokéball haben wir noch, jetzt noch 6. Und das ist ein Pokéball laut. 1, 2, 3. Und Kleinstein gehört uns. Damit haben wir unser roten Pokémon für den Felstunnel geschafft. Gefangen, nicht geschafft. Kleinstein, Gestein, Größe 0,4 Meter, Gewicht 20 Kilogramm. Aufgrund seiner runden Form kann man es leicht aufheben. Manche Menschen haben es auf andere in einer Schneeballschlacht geworfen. Achso, oh, das tut weh bei 20 Kilo. Aber es fällt doch auf, wenn man auf einmal 20 Kilo Schnee in der Hand hat, oder? Hm. Wie nennen wir es denn? Wir nennen ihn... Klotz. Okay. Kleinstein, ein Spitznamen. Und, hier befindet sich, glaube ich, noch ein Item. Nein, tut es nicht. Okay. Zumindest kein sichtbares. Ja, da hat man einmal einen Schutz nicht an und schon kommen zigtausend wilde Pokémon. Genau deswegen habe ich mir so viele Schutz gekauft. Oder Schütze, Schützer, keine Ahnung. Ja, die Aquavelle sollte kurz einen Prozess mit Kleinstein machen. Perfekt. Und wir sehen jetzt zu, dass wir aus dieser Höhle rauskommen. So. Hier sind noch ein paar Trainer, die gegen uns kämpfen wollen. Ich fühle mich von vielen Wanderern erschöpft. Ja, dann zeig mal, was du hast. Picknickerin Nathalie. Mit Taubsi. Level 21, weiblich. Ich denke mal, Chuck sollte damit fertig werden. Es hat auch, glaube ich, noch genug AP für den Biss. 5 AP, okay. Für ein Two-Hit KO reicht es auf jeden Fall. Der Windstoß, der sollte nicht viel machen, da Chuck selbst ein Flug-Pokémon ist. Was ich nach wie vor nicht verstehen kann. Und das nächste Pokémon von ihr ist Tauboga. Okay. Ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr Treffer als 2. Ja, da werden wir 3 brauchen. Und der Ruckzuck-Hieb auch noch. Der Biss. Und nochmal der Biss. Oh, wieder von 2-mal. Ach komm. Mann. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Ach, keine AP mehr. Oh, jetzt hab ich nochmal draufgeklickt. Tackle. Und Tauboga ist Geschichte. Beziehungsweise besiegt. Geschichte ist nicht. Und Picknicker Nathalie ist damit auch schon besiegt. Ich bin nicht fit. Seine Pokémon sind nicht fit. Hier haben wir noch einen Wanderer, der kämpfen möchte. Ha, 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 ha. Mehr hat er nicht zu sagen. Schon ein bisschen verrückt. Wanderer Lucius mit Kleinstein. Okay, das sollen wir mit der Aquavelle schnell erledigt haben. Also, ihr merkt, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir jetzt Chuck schnell weiterentwickelt haben. Das bringt uns auf jeden Fall einiges. Gerade gegen die ganzen Stein-Boden-Pokémon. Die waren ja für Rasaf absolut nichts. Ihr habt ja gesehen, die Intensität hat fast zum One-Hit geführt. Und was kommt noch? Ein Onix. Auch das sollte schnellstens besiegt sein. Und natürlich ist es ein One-Hit-KO mit Volltreffer, okay. Und sehr effektiv.
glaube sogar vierfach effektiv. Und Level 24 für Chuck ist das. Und Wanderer Lucius ist damit auch schon besiegt. Ha 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 ha. Ach, er musste niesen. Ah. Ich dachte, er hat es so blöd gelacht einfach nur. Felstunnel. Nee, da wollen wir nicht mal rein. Hier haben wir noch einen. Hey du, möchtest du mein Pokémon sehen? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber zeig trotzdem mal her, der Pokémoniac. Der Pokémoniac Benno mit Tragosso. Ah, ich finde Tragosso ist immer noch so ein cooles Pokémon. Los, Chuck. So, einmal den Angriff schwächen mit dem Bedroher. Und dann zeigen wir mal unsere Aquavelle. Und ich denke mal, dann ist Tragosso auch schon erledigt. Ja, sehr gut. Das geht gerade ganz schnell vonstatten, alles, das gefällt mir. Und Fleckmon. Ach, wir haben ein bisschen nicht mehr. Dann wechsle ich eben aus zu... Ach, Bruce kann das noch eben machen. Wir sind sowieso fast in der vierten Arena. Dann hat Bruce wieder die Ehre. Mit dem Biss. Darf er auch mal wieder ran. Und macht sogar fast ein One-Hit-KO draus. Dann reicht doch jetzt der Erstauner. Und das war's mit Fleckmon. Sehr gut. Benno ist besiegt. Nein, meine Pokémon! Tja, Pech gehabt, mein Freund. So, und da sind wir. Lavandia. Oh, ich liebe diese Musik. Ja, da sind wir endlich angekommen in Lavandia. Meiner Lieblingsstadt aus den alten Pokémon-Spielen. Auch wenn es keine große Stadt ist. Wir decken uns erstmal mit Vorräten ein. Denn wir haben einige Supertränke verbraucht. Einige Pokébälle haben wir nicht mehr. Oh, hier gibt es eine Superbälle. Ja, okay. Dann gehen wir erst in die nächste und holen uns da dann welche. Wir kaufen uns einmal wieder 7 Supertränke. Und ich glaube, das reicht auch. Wir können jetzt noch ein paar Sachen verkaufen. Wir gucken mal, was wir da so haben. Zum Beispiel die Perle, die können wir für 700 verkaufen. Den X-Angriff, den benutze ich auch nicht. Den Sternstaub, den können wir auch gut verkaufen für 1000 Poké-Dollar. Und den Nugget, dafür kriegen wir sogar satt 5000. Die Beleber können wir auch verkaufen, denn die benutzen wir ja schließlich nicht. Und Sternstück haben wir auch noch eins. Oh, das bringt auch noch 4000. Fast 5000. Und jetzt haben wir alles verkauft, was wir so verkaufen können. Dann kaufen wir noch ein paar Superbälle ein, würde ich sagen. 10 Stück. Das sollte reichen. Kriegen wir den Spieler kein Prämieball? Schade. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Wahrscheinlich im Prismarine-System großen Supermarkt. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Kann ich eben nicht. Manchmal fordert dich ein Trainer-Duo mit 2 Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch 2 Pokémon in den Kampf schicken. Ja. Kam jetzt bisher, glaube ich, noch nicht vor in diesem Let's Play. Ich bin mir jetzt allerdings gar nicht so sicher darüber. Wer ist hier? Das ist der Namensbewerter. Hallo, ich bin der offizielle Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Für welche Pokémon soll ich den Kosenamen bewerten? Für keinen. Ich verstehe. Komm mich wieder besuchen. Ja, vielleicht irgendwann mal. Was haben wir hier? Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter ist Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Oh, da ist Tragosso. Tragosso. Kiajau! Wieso sagt es nicht einfach Tragosso anstatt Kiajau? So was sagt. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Okay. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Da haben wir einen Nidorino. Nido! Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Das ist nett. Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Anton, Quacker. Ja, was steht hier in dem Buch? Vielleicht können wir das lesen. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Schade. Vielleicht hätten wir ja was gewinnen können, was Cooles. Ach, den Namen.
Was der sagt, haben wir schon. Ja, nicht nochmal. So, jetzt schnell weg von dem, bevor wir nochmal anlabern müssen. Glaubst du an Geister? Nein. Haha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Kleiner Funfact, in dem Anime Pokémon Origins kommt genau diese Szene vor und im Hintergrund sieht man dann über Reds Schulter eine weiße Hand, eine weiße Geisterhand. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Ja, wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon-Center. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tagos vergeblich... Was ist jetzt passiert? Okay, ich habe anscheinend nur irgendwas gemacht. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tagos vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Und jetzt haben wir wieder ein paar Lecks. Das Team Rocket würde für Gold... Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Tagosse tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Ja, es gibt ja auch das Gerücht, dass Tragosses eigentlich junge Kangamas sind, die den Schädel der gestorbenen Mutter tragen. Das finde ich sehr creepy. Okay, habe ich gerade eine Hitzemeldung bekommen. Ich rede noch einmal mit Schwester Joy, heil mein Pokémon. Und dann speichere ich eben ab. Mache dann eine kurze Pause, um meinen Rechner mal kurz abkühlen zu lassen hier. So, ich speichere eben ab, bevor es hier noch komplett abstürzt alles. Na komm, mach hin. Sehr gut. So Leute, das war's mit dem heutigen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Ich gehe dann beim nächsten Mal nach Prismania City, hole mir den nächsten Orden. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann Leute, ciao, euer Clouds.